Komm schon, Kiki, du kannst mir es doch ins Ohr flüstern. Aber das ist ein ganz großes Geheimnis und ganz wichtig. Och, jetzt mach's doch nicht so spannend. Es ist aber oberwichtig sogar. Und nur für große und nicht für kleine Hennen. Kiki, ich bin groß. Fast so groß wie du. Und sogar ohne Fruchtzwerge. Aber kannst du denn dicht halten? Och, Mensch. Du nervst. Willst du es mir jetzt erzählen oder nicht? Ach, na gut, weil du meine beste Freundin bist. Also. Wirklich? Ja. Was? Boah, Kiki, das ist ja bombastisch. Das müssen doch alle hören. Wir haben die allerbeste Nachricht. Und das müssen alle hören. Aber wisst ihr was? Oft behalten wir sie für uns und erzählen sie nicht weiter. Weil wir vielleicht gerade keine Lust haben oder Angst haben oder zu beschäftigt sind. Oder denken, oh, das ist doch zu schwer und wie soll ich das machen? Aber wisst ihr was? Es ist gar nicht so schwer. Und wir können von dem, was Gott uns gegeben hat, von seiner Liebe weitererzählen. Und ich habe euch da 4 Tipps mitgegeben. Und zwar, fang an einfach zu beten für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Dass Gott sie dir aufs Herz legt, dass du ein Herz bekommst für sie und dass er dich mutig macht. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und der möchte uns dabei helfen. Er möchte uns zeigen, wie wir Menschen ansprechen können, was wir ihnen sagen können, wer gerade offen ist, beziehungsweise ich habe das jetzt zum Beispiel auch in den letzten Wochen zweimal erlebt. Einmal habe ich für eine Frau um ein Geschäft gebetet, wo ich mich erst nicht so getraut habe, aber der Heilige Geist hat mich dazu so ja, richtig gedrängt, kann man sagen. Und Gott hat sie angerührt und dann jetzt auch für einen Mann im Wartezimmer im Krankenhaus, wo ich das Gefühl hatte, ich soll für ihn beten und habe das gemacht. Also lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Er will euch dabei helfen. Und drittens, erzählt von dem, was ihr mit Gott erlebt habt. Weil das bleibt am anderen kleben. Das hatten wir jetzt im Kindergottesdienst auch bei den Himmelstürmern. Da hatten wir diese Klebehand, denn was wir mit Gott erleben, das bleibt am anderen kleben. Das geht auf meiner Jacke nicht hier. Genau, das bleibt am anderen kleben. Und viertens, lass uns erzählen von Gottes Liebe, von seiner großen Liebe für die Menschen. Das ist das, was die Menschen hören müssen und genauso auch, was er uns alles schenken möchte, was er für uns hat. Das soll euch einfach eine Hilfe sein und ich möchte jetzt nochmal beten. Vater, ich danke dir, dass wir so gute Nachrichten haben, ja sogar die allerbesten Nachrichten. Und ich bete, dass du uns hilfst und dass du uns mutig machst, davon weiter zu erzählen und uns auch zeigst, wen und was wir sagen können. Ich danke dir dafür. Amen. Also, du meinst echt, wir sollen es den anderen sagen? Na Logo, die sollen sich doch mitfreuen. Das ist doch eine super gute Nachricht. Das müssen alle wissen. Wirklich? Ja! Na, wollen wir denen das dann zusammen sagen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich zähle bis 3. Aber warte. Okay, so sagen wir das. Alles. Ja, die werden sich so freuen. Also, 1, 2, 3. Bei Leutners im Garten gibt es ganz, ganz viele Regenwürmer. Die habe ich gefunden, die reichen für euch alle mit. Kommt alle vorbei. Oh, das wird ein Festschmaus. Alle Regenwürmer.